Die SPD hat uns schon 2009 sehr nachdenklich gemacht. Und Franz Müntefering hat uns beim Nachdenken geholfen. Puh, Nachdenken ist immer gut. Man kann ganz klar erkennen, was gut gelaufen ist und was nicht. Puh, ich denke auch über meine Rolle in der SPD nach. Ich selber habe auch nicht alles richtig gemacht. Einiges war Quatsch. Das ist so. Die Nominierung von Kurt Beck zum Beispiel, mit dem Bart, das sieht nicht aus. Das war ein Fehler. Aber nützt hier nichts. Und auch die Agenda 2010 war ein Problem, der Name war nicht gut. Lambada 2010 oder Caramba, da wären die Leute eher im Boot gewesen. Hm. Jetzt wählen die ja alle Linkspartei, Reichtum für alle, das Mist. Da hätte ich auch selber drauf kommen können. Gerd Schröder hat immer gesagt, es ist egal, was du sagst, Hauptsache du siehst gut aus. So sind wir ja auf Frankie Steinmeier gekommen. Die Umfragestatistiken sagten, die Frauen wählen den wegen seinem Sexappeal. Aber der Kracher ist in der Hose losgegangen, um hier mal im Bilde zu bleiben. Sigmar Gabriel, gut, das ist jetzt ein Kompromiss. Er sieht nicht so gut aus, ist aber gleichzeitig auch nicht so schlau. Da müssen wir noch mal ran. Wir müssen moderner werden, überraschender, verrückter. Und wir brauchen mehr Glamour. Ich rufe gleich mal Rudolf Scharping an, der kann das doch. Dann kommen wir auch mal wieder in eine Bunte und in eine Gala. Glück auf!